ADAC Mittelrhein e.V. Vor Ort. Motorsport zu Corona-Zeiten, auch im Endurosport, ist das eine Herausforderung. Zum 68. Mal findet in diesem Jahr in Kempenich die mittelrheinische Geländefahrt statt und wir haben die Veranstaltung vor Ort begleitet. Merkwürdiges Jahr, das Jahr 2020. Was bedeutet das für Kempenich und die mittelrheinische Geländefahrt? Du hast es gesagt, besondere Zeiten. Umso wichtiger, dass wir heute hier am Start sind. 68. Mittelrheinische, tolles Wetter, tolles Eifelwetter, 209 Starter. Ganz tolle Sache, dass der MSC Kempenich die Veranstaltung hier so auf die Beine gestellt hat. Über 40 Ehrenamtliche im Einsatz. Halte ich für ein wichtiges Zeichen in den jetzigen Zeiten, dass die Anführungszeichen Normalität an manchen Situationen weitergeht. Im Fahrerlager kurz vorm Start haben wir Lilly Konrad getroffen, die jüngste Teilnehmerin in ihrer Klasse mit 16 Jahren. Hallo Lilly! Hallo! Ja, Lilly, 16 Jahre, wie bist du zum Endurosport gekommen? Durch meinen Vater, also der fährt auch schon relativ lange und dadurch bin ich dann auch da zugekommen. Ach ja, okay. Und wie lange fährst du schon? Seit ich 3 bin. Also mit 3 habe ich angefangen. Mit 3 Jahren schon auf motorisierten Zweirädern unterwegs. Ja. Dann ist das Gerät doch bestimmt am Hintern angewachsen. Schon, ja. Ja, wunderbar. Was macht denn für dich der besondere Reiz am Endurofahren aus? Also die Strecke und dass so viele verschiedene Einheiten und dass die Runde so lang ist und da halt sehr viele verschiedene Sachen, Elemente vorkommen. Ja, diese Veranstaltung hat sich in den letzten Jahren zur Top-Veranstaltung in Deutschland entwickelt. Das, was hier noch fehlt, wäre so ein Lauf zur deutschen Meisterschaft. Da arbeitet man dran. Das ist auch nur eine prinzipielle Sache der Beantragung. Aber gerade heute hat man gesehen, mit 210 Teilnehmern, das größte Feld, was es im B-Lizenzbereich in Deutschland in diesem Jahr gegeben hat. Allenthalben waren die Fahrer trotz der vielen Schwierigkeiten auf der Strecke sehr zufrieden gewesen. Wie ist denn der Renntag für dich gelaufen? Ja, ich habe immer in der ersten Runde ein paar Probleme. Da bin ich immer ein bisschen langsam unterwegs. Ging dann in der zweiten Runde besser. Oben in der Grube habe ich leider keinen Fluss gefunden. Gibt halt so Tage, aber am Acker lief es eigentlich ganz gut. Gesund bleiben und Spaß haben. Du hast mir im Vorfeld erzählt, das vergangene Jahr war ja nicht das Tollste für dich. Nee, genau. Ich hatte im Juli meinen Unfall und habe mir dort die Wirbelsäule gebrochen.
Hatte dann mehrere OPs und bin jetzt seit Anfang August wieder auf dem Motorrad. Und jetzt will ich es einfach lockerer angehen lassen und nicht mehr mit Druck. Und ja, das passt im Moment so, wie es ist. Fazit, die Strecke war auf jeden Fall richtig geil, schöne Spuren, immer Grip gehabt. Ich hatte zwar ein bisschen zu kämpfen am Anfang, weil ich mich ein bisschen angestellt habe, aber hat sich dann von Runde zu Runde besser entwickelt und Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Ja, Tanja, wie sind denn deine Ziele, deine Pläne im Sport weiterhin? Naja, dieses Jahr hat es leider nicht geklappt mit der deutschen Meisterin. Nächstes Jahr werde ich dort auf jeden Fall nochmal angreifen und dann auch wieder an der 6-Tage-Fahrt teilnehmen und sonst auf jeden Fall gesund bleiben und heil durchkommen. Ja, im kommenden Jahr planen wir jetzt schon einen Europameisterschaftslauf für Vintage-Motorräder. Vintage-Motorräder sind Klassik-Motorräder. Hatten wir letztes Jahr schon mal gehabt, aber dieses Jahr leider wegen Corona haben wir denen abgesagt. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dieses leidige Thema Corona nicht mehr haben und können wieder die Europameisterschaft hier starten lassen. ADAC Mittelrhein e.V.